So, jetzt mal die Aufgabe 9.4. Die war etwas umfangreicher. Im Prinzip soll am Anfang stehen, finden Sie folgende Wörter, dann die Wörter, die gefunden werden sollen. Dann kommt einmal ein Feld mit ganz vielen Buchstaben und in diesen Buchstaben sind Wörter versteckt. So, und da darunter soll dann die Lösung ausgegeben werden, wo dann nur die Wörter drin stehen und der Rest durch Punkt ersetzt ist. Klingt einfach, ist es nicht ganz so, wegen den ganzen Sonderregeln. Ich lese es dann mal vor. Sie sollen einen Suchwort-Rätsel-Generator für Rätselhefte schreiben. Hierzu werden auf einem rechteckigen Feld mehrere Wörter in unterschiedlichen Richtungen zufällig verteilt und die verbleibenden Felder des Suchworträtsels durch zufällige Buchstaben belegt. Innerhalb des Buchstabenchaos sind nun die Suchwörter zu suchen. Nachfolgend ein Beispiel für ein Suchworträtsel. Rätsellösung. Suchwörter können in verschiedenen Richtungen sein: von links nach rechts, von oben links nach unten rechts, von oben nach unten, von oben rechts nach unten links, von rechts nach links, von unten rechts nach oben links, von unten nach oben, von unten links nach oben rechts. Ja. Suchwörter sollen dabei so für ein Suchworträtsel platziert werden, dass der Anfangsbuchstabe eines Suchworts zufällig auf dem Spielfeld platziert wird und die folgenden Buchstaben gemäß der Platzierungsrichtung folgen. Das Suchwort in ganzer Länge ohne Umbrüche in das Suchworträtsel passt. Was das bedeutet, den zufälligen Punkt sollt ihr nur vom Anfangsbuchstaben suchen und dann sollt ihr es einmal komplett schreiben und nicht, oh Mist, das ist zu lang, ich mache einfach mal einen Zeilenumbruch. Gut, dass sich zwei Suchwörter niemals in einem Suchworträtsel überlappen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man hier Beispiel hat und ist, könnte man hier IST hinmachen. Das soll nicht passieren und sie sollen auch nicht einfach so überschreiben, dass irgendwie ein Buchstabe überschrieben wird. Gut, sind zu viele Wörter für das Suchworträtsel definiert worden, können sie also nicht mehr platziert werden, werden diese Suchwörter gestrichen. Für jedes zu platzierende Suchwort ist mindestens 10 zufällige Platzierungsversuche vorzunehmen. Suchwörter, die zu lang sind, werden nie platziert, sondern immer gestrichen. Wenn sie nicht raufpasst, schreibt es auch nicht hin. Aber schreibt es auch nicht oben in diesen Text hin, weil man hat hier ja einmal diesen Text, wo die Wörter drin sind, und einmal hier das. Und in beiden sollen sie dann nicht mehr auftauchen. Dann wird uns hier sozusagen die Main-Methode vorgegeben. Folgender Aufruf soll beispielsweise ein Suchwort erzeugen. Das können wir so einmal komplett abschreiben, weil genauso soll die Main-Methode dann aussehen. Das soll rauskommen. Und hier ist nochmal gezeigt, wenn es zu viele sind, sollen die einfach nicht mehr drin vorkommen. Es bietet sich an, das Problem, mehrere Einzelmethoden zu. Ja, wir dachten schon, Einzelmethoden wären ganz nett. Und dann steht da noch mehr, das interessiert mich aber nicht. Was dann noch dazu erschwerend hinzukommt, ist das hier. Das hier ist klar, das ist das, wofür es Punkte gibt. Uns interessiert aber, wofür es Abzüge gibt. In Ihrer Main-Methode ist länger als 20 Zeilen. Gut, das dürfen wir nicht machen. Eine Methode ist länger als 50 Zeilen. Wir müssen aufpassen, dass eine Methode nicht länger als 50 Zeilen ist. Sie können die Suchwörter nicht in allen vorgegebenen Reihenfolgen platzieren. Also alle 8 Richtungen müssen eingehalten werden. Sie haben die Methoden sinnvoll mit JavaDoc kommentiert. Denkt dabei bei JavaDoc, ihr müsst hier Project, Generate JavaDoc und auf Finish klicken. Und hier sollten keine Fehler drin vorkommen. Erst dann hat er den kompletten JavaDoc auch fertig kompiliert. Und pro sonstigen Fehler ziehen wir Punkte ab. Es dürfen keine Exceptions kommen und es dürfen keine Logikfehler da sein. Ja, Fehler machen wir nicht. Wir sind cool. Fangen wir doch mal an. Ich hatte was gesagt von Main-Methode. Erstmal hier habe ich ein paar Sachen reingepackt. Dann bin ich der Autor.
Dann habe ich hier bei Autor, würde ich aber vorher noch reinschreiben, Datenpass erstellen eines Suchwort-Rätsels. Und dann habe ich hier ja nochmal zwei Sachen erstellt. Die erkläre ich gleich mal. Einmal eine Liste Remove. Das ist eine globale Liste, auf die alle zugreifen können. Und das ist eine Linked List. Wie wir gelernt haben, da kann man immer was reinpacken und rauslöschen. Dann habe ich hier noch eine Variable von Typ Random, der ist R. Das ist ein Objekt, das Zufallszahlen generiert. Warum ich das genommen habe, kann ich gerne, wenn ich dazu komme, zeigen. Was auch noch ganz nett ist, Steuerung, Shift und F formatiert euch den Text gleich genauso, wie ihr es haben will. Zeilenumbrüche werden hier gemacht, damit sie nicht zu lang sind. Und es wird auch alles so eingerückt, wie es sein soll. Dann, ja, was haben wir hier? Die Main-Methode ist eigentlich komplett so abgeschrieben aus dem Internet. Das hier. Nur, dass ich hier schon mal ein paar Sachen umgeändert habe. Ich habe hier mal ein paar Wörter reingefügt. Da sehen wir auch schon, eins ist ziemlich lang. Dann generiere ich ein Feld, was 10x10 ist und alle Richtungen sind erlaubt. Schön. Der Rest ist abgeschrieben. Dahin erkläre ich auch nicht. Doch, mache ich. Hier wird eine Linked List angelegt, die heißt Words und in der sind die ganzen Wörter, die gefunden werden sollen. Darunter erstellen wir einen Char-Array, der zweidimensional ist. Das Besondere bei zweidimensionalen Char-Arrays ist, wenn wir einen Char-Array kopieren, also mit der Funktion Klon arbeiten, hat es überhaupt keine Auswirkung, weil er nur das erste klont und in diesem ersten sind nur die Pointer drin, die auf die richtigen Elemente zeigen, die dann im zweiten sozusagen drin sind. Das bedeutet, wenn wir den klonen, verändern wir den Array trotzdem genauso, wie er vorher war. Auf jeden Fall da reinpacken wir, das packen wir in die Solution und generieren halt das Feld. Dann malen wir hier hin, finden Sie folgende Wörter und das hier ist einfach ein Befehl, der alle Wörter davon ausgibt und mit einem Komma trennt. Nächstes, wir haben hier eine tolle Sache, die heißt Pretty Print. Das bedeutet einfach nur, der zweidimensionale Array soll gemalt werden. Dann haben wir hier ein NoIs. Das bedeutet, in diesem Objekt sollen alle das hier durch ein zufälliges Element hiervon ersetzt werden. Die müssen wir auch noch schreiben. Dann SystemOutPrint Lösung. Schreibt Lösung rein. Und dann hier nochmal das Pretty Print. Und die eigentliche Solution, wo übrigens alles, also wo nichts ersetzt ist, wo also NoIs noch nicht drauf zugegriffen hat. Fangen wir doch gleich mal oben an. Generate. Generate habe ich hier. Es werden halt die Werte übergeben. Was jetzt aber besonders ist, ist hier hinten String.args. Noch nie gesehen, ne? Wir erinnern uns, hier hinten können wir nur e übergeben oder nur se übergeben oder nur s übergeben oder nur sw und so weiter und so fort. Das ist ja eine Anzahl von 1 bis 8 eigentlich, die übergeben werden soll. Das nenne ich jetzt mal Schwierigkeitsstufen, sind aber eigentlich Himmelsrichtung. Ich nenne es trotzdem Schwierigkeitsstufen. Und ich habe mir gesagt, ach, lass es doch endlich sein. Unendlich viele. Unendlich viele werden in einem Array oder ja in einem Array abgespeichert. Ein String Array. Und das macht man, wenn man sagt hier, was für ein Typ ist das? Ein Typ String. Dann schreibt sie drei Punkte und dann wird der ein String Array args produziert. Gut,
dann habe ich schon mal gesagt, eine Variable von Typ Char-Array, die a-return-Feld heißt, soll gleich sein ein neuer Char-Array mit x und y, das Sie hier übergeben haben, Felder. Fertig, wir haben schon mal einen leeren Char-Array. Dann habe ich gesagt, für jede y-Reihe, die y-Reihe ist nicht so, wie ihr das kennt, die von oben nach unten, sondern hier ist y immer von links nach rechts, weil ich hier y drin habe. X, y. X ist die Länge des Arrays nach unten und y die Länge des einzelnen Arrays, worauf der Pointer von x zeigt, in die Breite. Ihr müsst euch nur merken, das ist Breite, das ist Länge, grob gesagt. Dann haben wir hier y, gehe ich von 0 bis y durch und x gehe ich von x bis x durch. Das könnte man auch für eine For-Each-Schleife machen, muss man aber nicht. Ist übrigens auch komplett egal, wie rum ihr das Ding habt. Im Endeffekt passiert hier immer dasselbe. In diesem Array an dieser bestimmten Position packe ich ein C. C ist hier der Char, den wir übergeben haben. Also der Default-Wert, der reingespeichert werden soll. Wenn wir nochmal nach oben gehen, war hier C einfach nur ein Punkt. Also schreibt da einfach überall einen Punkt rein. In jeden dieser komischen Dinger. Danach geht aus der Schleife und macht Check Schwierigkeit. Dem übergebe ich die Argumente, den Array mit den ganzen SE-Himmelsrichtungen, Schwierigkeitsgrade, wie ich sie nenne, und das Feld an sich und die Wörter. Dann gehen wir in Schwierigkeitsgrad, also Check Schwierigkeit, deswegen habe ich Schwierigkeit genannt. Die gibt uns nichts zurück. Warum gibt die uns nichts zurück? Ganz einfach. Wir haben gelernt, zweidimensionale Arrays, auch wenn du ihn nur so übergibst und er ja eigentlich nicht verändert wird, gehen wir auf die Speicheradresse und in dieser Speicheradresse schreiben wir was um. Das bedeutet, diese werden über, ohne dass du sie return musst, werden sie verändert. Darauf komme ich nochmal, wenn ich NoIs genauer erkläre. Aber jetzt sind wir bei Check-Schwierigkeit. Die Übergebensvariable habe ich schon genannt. Ich mache hier einen List Clear. Bitte was? Kommt er darauf. Ganz oben habe ich hier eine Liste erstellt. Die Liste ist leer. Hier mache ich einen List Remove Clear. Das bedeutet, ich mache diese Liste leer. Für die Liste brauchen, sehen wir hier unten. Das erkläre ich aber, wenn ich dazu komme, wenn ich hier was reinfülle. Ich habe hier eine Vorschleife, die jedes Wort einmal durchgeht. Ja, die geht also jedes Wort hier einmal durch von der Liste. Dann habe ich hier einen neuen String, der heißt Operator. Der ist gleich ein Element aus args, also den Himmelsrichtung oder der Sicherheitsstufe. Und dann habe ich hier ein R. Wo kommt das R schon wieder her? Genau da, wo das Liste auch herkam. Also List Remove. Das ist ein Random Objekt. Das Zoll an einem Random Objekt ist, wir sagen einfach Next Int. Das gibt uns eine ganzzeilige Zahl wieder. Und haben hier noch einen Parameter drin. Das ist jetzt die Länge des Arrays. RandomObjekt.nextInt gibt uns eine Zahl zwischen 0 und dem Ding wieder, was wir hier angeben. Da wir wissen, ein Array beginnt immer bei 0 und hat immer eine bestimmte Länge, aber der maximale Index ist 1 minus halt die Länge und dieser Befehl nur von 0 bis unter weniger als das wiedergibt, und bei Ganzzahlen ist weniger als das die Länge minus 1, ist das hier der perfekte Befehl, um ein Random-Element in Arrays zu haben. Nochmal, RandomObjekt.nextInt, welche Zahl, bis unter welche Zahl von 0 sollen wir eine Random-Zahl ausgeben.
Gut, der Operator sagt hier jetzt Switch. Der Operator ist ja ein Element daraus und die Elemente sind die ganzen Schwierigkeitsgrade oder Himmelsrichtung. Dann geht ihr einmal durch. Ist das, was wir haben, ein E? Wenn ja, kann ich ja nochmal zeigen. Hier oben haben wir die Himmelsrichtung einmal. E wäre von links nach rechts. Wenn es von links nach rechts ist, geht er auf Check Space H. Check Space H übergibt er das Feld und das einzelne Wort, was wir hier oben haben. Denkt dran, bei Switch Case. Erstens, der Operator wird mit dem, was zwischen Case und Doppelpunkt steht, verglichen. Und wenn das wahr ist, also gleich ist, dann führt er das aus. Er braucht aber unbedingt noch einen Break. Ansonsten macht er hier einfach weiter und geht das sequenziell nach unten runter. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt, dass er nur das dazwischen ausführt. Ich habe diese ganze Switch Case schon zweimal wieder komplett gelöscht gehabt, weil ich das Break vergessen hatte und habe es dann mit einer If und Else If gemacht. Aber man macht es ja hübsch mit Switch. Und dem Break. Und dem Case. Und hier ist ein Doppelpunkt. Ja, also hier von links nach rechts das Wort. Returnfeld, also das Spielfeld an sich und das Wort wird übergeben. Gehen wir doch mal in Check Space H. Da ist eigentlich der ganze Zauber drin. Der Charary und das String Wort wird übergeben. Dann habe ich hier oben eine boolsche Variable B Space. Das soll einfach nur sagen, ist da Platz, ja oder nein? Ja oder nein? False oder True? Dann habe ich hier ein Objekt, eine Variable von Typ Punkt und dies nenne ich P und das ist ein neuer Punkt. Pustekuchen. Kennt ihr nicht? Könnt ihr nicht kennen. Selbsterstellte Klasse. Einfach Rechtsklick, New, Class und dann nennt ihr die Punkt. Dann sagt ihr oben Public Variable int x ist gleich minus 1 und y ist auch gleich minus 1. Braucht ihr eigentlich nicht, egal. Dann habt ihr hier einen Konstruktor, der eben ihr x und y übergibt. Und dann habt ihr noch einen Konstruktor, dem ihr nichts übergebt. Und dieser Konstruktor nimmt dann hier die Default-Werte. Minus 1, minus 1. Winzig klein, nicht schwer, hatten wir schon. Variable vom Typ Punkt, die x und y beinhalten. Wieder zurück. Hier haben wir jetzt also einen neuen Punkt, da wir nichts übergeben haben, ist x gleich minus 1 und y auch gleich minus 1. Gut. Vorschleife. Die geht von 0 bis 9. Das sind 10 Elemente, das sind 10 Versuche. Wieso 10? Weil hier steht, prüfen Sie es auf mindestens 10. Mindestens 10 zufällige Platzierungsversuche durchnehmen. Das machen wir in dieser ganzen Schleife. Da. Also, was machen wir da drin? Wenn die Wortlänge größer ist als die Feldlänge in die Breite, das habe ich einfach so gesagt, hier Element 0, weil es muss immer mindestens das 0. Element sein, sonst ist es ein leerer Array. Punkt Länge. Er geht also hier in den ersten Array, geht dann in Feld 0, da steht der Pointer zum zweiten Array und vom zweiten Array guckt er sich dann die Länge an. Wie gesagt, die Breite. Wenn das Feld nicht so breit ist wie die Wortlänge, kann er auch nichts hinschreiben. Also wenn das Wort länger ist als das Feld. Dementsprechend, wenn das gleich lang ist, macht er nichts und wenn das kleiner ist und das Wort kleiner ist als das Feld, macht er auch nichts. Ansonsten, wenn es gar nicht erst reinpassen kann, continue. Continue heißt, versuch's nochmal. Deswegen ist besser break. Kann ja gar nicht klappen. Spring gleich raus. Springt er nach hier unten. Was er dann macht, gucken wir gleich. Dann habe ich hier
Punkt x, p.x, x, damit frage ich den x-Wert vom Punkt ab, ist gleich random Element zwischen next, ist ein Int-Wert zwischen 0 und die Länge des Arrays nach unten. Also der x-Wert nach unten. PY ist der Breitenwert. Das ist dasselbe, bloß dass ich hier halt die Breite nehme und die Breite minus die Länge des Wortes. Warum? Ganz einfach. Wir nehmen den Anfangsbuchstaben und schreiben nach rechts. Wenn das Wort, wir müssen ja nur einen Wendebereich suchen zwischen 0 und so weit, dass wir nach rechts rüber gehen könnten. Deswegen minus Länge des Wortes. Ja, dann setzen wir B-Space auf True. Das bedeutet, jetzt hätten wir Platz. Wir gehen die Vorschleife durch. Vorschleife geht von Iy gleich Py, also unserem Startwert in Y-Richtung. Y war die war von links nach rechts, also die Breite. Wir gehen also die Breite durch von unserem Startwert bis zu unserem Startwert plus die Wortlänge. Das bedeutet, wir gucken in der ganzen, wenn wir das Wort hinschreiben würden, auf der ganzen Ebene machen wir das da. Natürlich i++, damit wir kommen. Da drin steht einfach nur, sollte der aktuelle Punkt, wo wir uns befinden, px, wir bleiben in der x-Reihe, also nach unten in der Reihe, und dann gehen wir sequenziell nach rechts und gucken, ist da ein Punkt. Ich frage hier aber nicht, wenn da kein Punkt sein sollte, sei es, dass er leer ist, sei es, dass da schon ein anderer Buchstabe steht oder sonst was, dann sagt der B-Space gleich false. Also, nee, du, da ist kein Platz. Dann ist er hier mit dieser Schleife fertig, wo er durch den, wo er die Wortlänge abgeht. Ich frage ab, ist B-Space? Also, ist false oder true? Wenn es wahr ist, das bedeutet, er hat Platz, dann soll er Break machen und springt aus der Schleife raus. Wenn nicht, würde er das halt dann nochmal machen. 10 Versuche, und wenn er auch keine 10 Versuche hat, ist hier halt das immer noch false und er geht hier unten rein. Wenn nicht B-Space, nicht B-Space, also wenn er jetzt hier gefailt hat, wenn nicht falsch. Nicht falsch ist wahr, ja. Also wenn, dann geht er hier in ListRemove, AddWord. ListRemove, nochmal zeigen, ist die Liste hier oben, die global ist. Das bedeutet, wir müssen sich immer weiter übergeben. Und wo war ich jetzt? Da. Da packen wir einfach das aktuelle Wort rein. In jedem anderen Fall sagen wir, übergeben wir einfach der White Word SE, was die Himmelsrichtung für SE ist, das Feld, den Punkt und das Wort. White SE Word, können wir mal hingehen. Ja, die haben wir hier irgendwo ganz hübsch. Also der habe ich hier drüber. White SE. White Word SE. Vorschleife mit einem nur Offset. Von 0 bis Wortlänge. Also geht einfach jedes Zeichen vom Wort sozusagen durch. Hier dann auf das Feld an der Koordinate PX, was der Startpunkt in x-Richtung ist, plus das Offset, was wir haben. Und hier py auch plus das Offset. Was wir jetzt haben, ist SE.
SE ist von oben links nach unten rechts. Das bedeutet ein nach rechts, ein nach unten, ein nach rechts, ein nach unten. Das ist einfach nur ein Offset, was ich einfach auf beide hier drauf addiere. Und da soll er einfach das Wort reinpacken mit i-Offset. Ja. Vielleicht fragt ihr euch immer noch, warum packt er hier das Wort in eine Liste? Das wollen wir doch gar nicht mehr haben, wenn es nicht gesetzt worden konnte. Das ist nämlich hier. Dann würde er hier aus der Vorschleife rausspringen bei von SE und wäre hier bei Words Remove All. Also hier den Break springt er aus der Switch mal und geht mit den ganzen anderen Worten durch. Und dann ist er hier unten und sagt aus Words Remove bitte alle, die auch in Liste Remove drin vorkommen. Ja, ich. Das bedeutet einfach nur, alle, die ich jetzt vorher in diese Liste geschrieben habe, werden aus dieser Liste rausgelöscht. Warum ich das nicht gleich gemacht habe, ist ganz einfach. Dann funktioniert diese Vorschleife nicht mehr und er wirft mir einen Fehler, dass ich das Wort gelöscht habe, und weil dann geht das Ganze ja um einen Index runter. Ich gehe aber noch um einen Index hoch und dann ist da kein Element mehr, weil ich das ja gelöscht wurde. Wovon wo ich eigentlich gehe. Deswegen geht das so nicht. Deswegen müssen wir das nachträglich machen. Das war auch schon die ganze Zauberei. Natürlich müssen wir gucken, H ist bei mir jetzt nur von links nach rechts. Das bedeutet, wir müssen uns nur um den Y-Wert kümmern. V ist für mich von oben nach unten. Und wir müssen uns nur um den Y-Wert kümmern. Ich kann euch nochmal zeigen, hier in V bleibt der PY-Punkt genau gleich und der X-Wert wird immer verändert. Bei den Schrägen müssen wir halt einfach ein Offset machen, da werden beide um denselben verändert. Und bei dem hier wird nur der Y-Wert verändert. Gut, jetzt sagt ihr, ja, du hast aber bisher nur vier Fälle. Auch wenn ich hier reingucke, H-Space, S-E, V, N-E, H-Space, S-E, V, N-E. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Das hier ist dasselbe wie, also S-E ist dasselbe wie N-W, bloß dass das Wort halt andersrum ist. Also drehe ich das Wort einfach vorher um. Dafür habe ich die Funktion Wort umdrehen. Wort umdrehen ist nicht gerade schwer. Ich mache einen neuen String, das ist einfach nur mein Puffer, der ist leer, und sage für jede, ich hätte es in Chiray umlegen können, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, geht das Wort durch, bis und das, nee, Chiray konnte ich nicht machen, weil ich ja umgedreht haben wollte. Geht das Wort durch für ein i-Wort von Wortlänge minus 1, weil ein Array beginnt ja bei 0. Solange i-Wort größer gleich 0 ist, machst du Wort i minus 1 und da schreiben wir einfach in unsere Variable, die wir auch später return, und halt den vorigen Inhalt und das Wort an dem Punkt i-Wort. Also beginnen wir am Ende und schreiben es einfach andersrum wieder hin. Dreh das Wort um. Ganz einfach. Und wenn wir das umgedrehte Wort von links nach rechts schreiben, haben wir natürlich nicht mehr hier das E, sondern haben wir gleich hier das W. Jetzt habe ich so viel gelabert und ihr glaubt mir doch gar nicht, dass es klappt. Deswegen mache ich hier nochmal Play. Finden Sie folgende Wörter. Dies ist ein Beispiel, welches viel zu Wörter hat. Viele aber zum Beispiel nicht placen können. Oder, warte, was ist mein String hier? Dies ist ein Beispiel, welches xxx viel zu viele Wörter hat. xxx hat er rausgenommen, weil das ist überhaupt viel zu lang, das kann er gar nicht ersetzen. Viele hat er noch und zu und viele konnte er nicht mehr setzen, hat er nicht mehr reingepasst, hat er entfernt.
Wörter hat er noch drin und hat er noch drin. Was haben wir denn hier? Dies. Schön rückwärts geschrieben. Ist. Von oben nach unten einfach geschrieben. Ein. Auch schön. Nee, das ist. Ein. I-I-N. Beispiel. Schön von unten rechts nach oben links. Welches? Schön von unten nach oben. 4 von unten links nach oben rechts. So, hat er hier von oben nach unten reingeschrieben. Wörter. Muss ich kurz suchen. Ja, Wörter hier von oben nach unten links. Und ein kleines hat. Das hat er hier ganz normal reingeschrieben. Wenn ich das nochmal ausführe, ist das anders. Da ist es jetzt, glaube ich, noch schwerer zu lesen. Aber er hat, dies ist ein Beispiel, welches viel zu viele Wörter hat. Er konnte diesmal alle Wörter setzen. Damit das auch stimmt, können wir hier gucken. D, I, E, S. Das Wort kommt hier wirklich oben zu. Dann hier das zu. Und dann hier das B, A, I, S, P, I, E, L. Beispiel haben wir auch. Also diese Wörter sind wirklich alle so da oben drin. Wobei ihr euch jetzt fragt, ja, du bist noch nicht fertig. Wir sind doch jetzt erst hier oben fertig gewesen. In Zeile 26. Hier fehlt noch das Noise und das Pretty Print. Noise, okay, Noise. Hier kommen wir zu dem Problem, was wir vorher als Vorteil genutzt haben, dass wir diese doppelten Arrays, dass wir da ja nur die Pointer übergeben und Pointer kopieren und deswegen gleich auf den Wert auf dem Hauptspeicher raufschreiben. Das wollen wir jetzt hier gerade nicht machen, weil wir wollen ja unsere Lösung hier unten erhalten lassen und nur in diesem Beispiel die Punkte ersetzen. Deswegen mache ich hier ein char, return Feld, gleich new char, char, die Länge, also die x-Länge, also die nach unten von der vorigen Map und die Breite, also hier aus dem nullten Element, die Länge, das ist nach rechts, das soll es hier auch als Breite haben. Damit haben wir einen leeren char-Array, der genauso groß ist wie der vorige. Dann gehen wir einfach hier x und y durch, von 0 bis zur Länge, also bis kleiner als die Länge. Dann müssen wir kein minus 1 hinschreiben und einmal plus plus. Und fragen wir hier ab, wenn das, was wir hier übergeben, also das, was ersetzt werden soll, gleich das ist, was an genau der Stelle ist, mit dem x und y Wert ist, dann sagen wir, erstelle mir ein Char-Array aus dem String, den ich hier übergeben habe. Das sind die ganzen Buchstaben, die eingesetzt werden dürfen. Und dann fülle mir in diesem Char-Array genau an der und der Stelle ein Char rein. Aus dem. Das ist wieder ein zufälliger. Hier sehen wir auch schon, dass es so komisch, lang, wir müssen es erst zu int casten, fängt er jetzt bei 0 oder nicht bei 0 an, deswegen ändere ich das kurz um in r.nextInt und der soll ja bis das Punkt length gehen. Damit haben wir irgendein random Element daraus. Wenn das Element nicht das zu ersetzende Element war, schreibt er in diesen Array genau dasselbe rein, wie in unserem übergebenen Array drin stand. Also die Buchstaben. Das Ding returnt er dann auch. So habe ich schon mal Noise erklärt. Jetzt fehlt nur noch Pretty Print. Pretty Print. Ja. Ein String wird erstellt, der ist am Anfang leer. Wir gehen x und y von 0 bis zum Ende durch und machen den String in jedem Element
gleich den Char an der Stelle und ein Leerzeichen. Und dann hier gehe ich erst x durch und dann y. Bei jedem x soll er gleich einen Zeilenumbruch machen. Also wenn er mit der x-Reihe fertig ist. Dann haben wir hier immer unsere schönen Zeilenumbrüche. Fertig. Das returnt er. War jetzt ziemlich lang das Ganze. Aber ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Und zu diesen Sachen hier müsst ihr euch einfach nur merken, bei den schrägen Sachen müsst ihr auf Mitten-Offset arbeiten, was einfach den Ursprungswert immer plus 1 rechnet. Bei dem von links nach rechts müsst ihr immer nur das Y verändern und von dem nach oben nach unten immer nur das X. Und macht nicht, und das Wörterdrehen erleichtert halt euch so einiges. Genau, mit JavaDoc nicht vergessen. Das war's.